Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lifestyle-Magazin. Letzte Woche habe ich es angekündigt, Zirkus Krone ist in der Stadt und natürlich möchte ich auch, dass Sie da was davon haben und von daher gehe ich jetzt mal rein. Wir sind jetzt im Bereich der Tiere bei den Seelöwen angelangt. Und wen haben wir denn hier Schönes? Hier zeigt sich gerade Chico, das ist Tino hier. Alles klar. Und der hier ist Joe. Boah, sie sehen richtig süß aus. Und wie fühlen Sie sich hier so beim Zirkus? Ja, ich denke ganz toll, ne? 100.000 Liter Wasser haben sie zur Verfügung, plus im LKW noch ein zweites Pool. Und ordentlich Fisch, denen geht's gut. Na, dann geben Sie mal eine Runde Fisch aus, würde ich sagen. Eine Runde Fisch aus, ja. Okay. So, alles klar? Okay. Und was für eine Show führen die nachher auf? Die führen so eine ganz klassische Seelennummer. So mit viel Bällen und Jonglieren und auch mit Schusshumor dabei. Wow. Da bin ich mal richtig gespannt. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter von den Seelöwen zu den richtigen Löwen. Auf. Wie gesagt, von den Seelöwen zu den richtigen Löwen. Auf jeden Fall etwas ruhiger und so zuckersüß. Wie alt sind die denn, die Kleinen? Jetzt einen Monat. Einen Monat? Ach, du bist echt süß. Ach, ich würde am liebsten mit nach Hause nehmen. Oh. Sehr süß. Wir haben, das ist das kleine Mädchen. Wir haben drei Brüder und wir sind ganz stolz. Natürlich Prinzess ist Mama. Der ist sehr gut. Der gibt Milch jeden Tag. Viel weniger Arbeit für mich. Und Papa King Tonga, er ist auch da. Ist eine schöne Family. Und was steht so für die Zukunft für die Kleinen an? Ja, also haben wir eine super Zukunft hier bei Zirkus Krone. Weil Tier kommt erst und sie können sehen selber, der Außengehege ist da bei der Tier. Und kann sein, dass der in meine neue Group, zusammen in meine neue Group, mal sehen. Hauptsache ist jetzt, bleib mit Mama. Mama, aufgepasste Tier. Und mit Mama haben keine Lust mehr, also nicht keine Lust mehr, aber die wollen ein bisschen weg von den Babys, denn ich kann haben ein bisschen mehr zu tun. Das ist auf jeden Fall eine schöne Aufgabe. Ja, absolut. Sie können ja mal anrufen, dann komme ich auch und helfe. Ja, danke schön, danke schön. Brauchen wir viel Hilfe hier, brauchen wir viel Hilfe, haben viele Löwen. Also, habt ihr gehört? Ruft einfach an, vielleicht könnt ihr helfen. Herr Strübe, jetzt würde ich gern von Ihnen wissen wollen, was denn so das Besondere an diesem Zirkus ist. Nein, es ist der größte und spektakulärste Zirkus Europas und auch mittlerweile der Welt. Es gibt kein größeres Zirkuszelt als das hinter uns. 4000 Menschen, so groß wie ein Fußballfeld. Also alle Hertha-Profis wissen, wovon wir sprechen. Und naja, es ist einfach Zirkus so wie aus dem Bilderbuch, also wie man ihn aus dem Bilderbuch kennt. Und das aber mit modernen Elementen gemischt und das ist dann ganz schön, oder? Ja, natürlich. Ich war das letzte Mal als Kind im Zirkus. Was können denn so die Erwachsenen und die Kinder vor allen Dingen hier erwarten? Na, das Tolle am Zirkus ist, dass Erwachsene und Kinder gleichzeitig sich freuen, gleichzeitig träumen, gleichzeitig staunen. Das hat man nirgendwo anders. Ich gebe mal ein Beispiel. Man geht jetzt ins Disneyland. Meine Tochter freut sich über die Mickey Maus. Ich sage, hallo Mickey Maus. Dann gehe ich ins politische Kabarett und meine Tochter erzählt mir, was reden die da so viel? Und mir gefällt super. Aber hier haben wir alle Spaß, egal ob jung, ob alt, egal aus welcher Schicht man kommt, aus welchem Land man kommt. Und das macht Zirkus so einmalig. Und wir haben hier eine dreistündige Show mit internationalen Superstars der Zirkuswelt, alle in Monte Carlo ausgezeichnet. So hat man Zirkus noch nie gesehen und so wird man ihn auch nicht mehr sehen. Das ist was ganz Besonderes. Vielleicht mit einem kleinen Beispiel, was denn so das besondere, ganz extreme Highlight hier ist? Ja, also sagen wir mal, artistisch gesehen haben wir einen Künstler, der heißt Crazy Wilson. So wie sein Name ist, kann man sich vorstellen, der macht einen Ritt auf einem Todesrad. Das dreht sich mit 120 km/h und er macht auf der Außenfläche einen Salto Mortale. Da stockt allen der Atem. Tierisch gesehen natürlich unsere Chefs des Hauses, also Jana Mandana mit den Elefanten und den Pferden. Die macht zum Beispiel eine Tango-Show mit einem Showballett aus Las Vegas, gemischt mit Pferden. Oder unser Juniorchef Martin Lacey Jr. sieht aus wie ein junger Elvis. Und er macht eine Multimedia-Show gemischt mit vielen Löwen. Wild, aber richtig toll, weil die sind ja alle hier schon seit 19. Generation geboren. Er kennt die alle von Geburt an und Großeltern und alles.
Und so ein Verhältnis sieht man sonst vielleicht nur oder im Buch bei Dr. Doolittle oder in einem Film, aber hier sieht man es echt. Und das ist ganz toll. Oh, das hört sich auch richtig toll an. Ich bin auch wirklich gespannt und ich würde sagen, dann kann die Premiere jetzt starten und wir gehen am besten gleich mal rein. Na, das machen wir. Kommen Sie mit. So, ich führe Sie rein. Wenn die Show im vollen Gange ist, gibt es jetzt für Sie die Veranstaltungstipps. Und das nach 28 Jahren. Die Berliner Jedermann-Festspiele finden in diesem Herbst zum letzten Mal statt. Die Finanzierung des Theaterstücks sei von Jahr zu Jahr schwieriger geworden, begründete die 79-jährige Produzentin, Schauspielerin und Regisseurin Brigitte Grotum am Dienstag ihre Entscheidung. Grotum hatte das Mysterienspiel von Hugo von Hofmannsthal 1987 zum ersten Mal inszeniert. Seit 1993 wird der Jedermann in wechselnder prominenter Besetzung im Berliner Dom aufgeführt. Das Besondere an diesem Jahr ist, dass es das letzte ist. Dass es meine letzte Vorstellung ist, in der ich nochmal diejenigen, die am öftesten bei mir gespielt haben, die am bewährtesten, auch mal sagen, vom Publikum am meisten gewünscht worden sind und die ich mir auch wünsche, die von mir Freunde sind, die habe ich alle noch mal um mich geschart. Und ich glaube, das wird noch mal ein Highlight, dass man all die Stars, die man sonst also einzeln auf einer Bühne trifft, komprimiert in dem Stück zusammen hat. Das ist dieses Jahr das Besondere. Bei den diesjährigen und letzten Aufführungen vom 16. bis zum 26. Oktober stehen Georg Preuße als Jedermann, Achim Wolf als Tod, Barbara Wusso als Bullschaft und Peter Sattmann als Teufel auf der Bühne. In weiteren Rollen sind unter anderem Ilja Richter, Herbert Köfer und Ursula Karusseit zu sehen. Schau auf die Uhr, sag mir, wie spät es ist und warum die Braut hier noch nicht fertig ist. Es ist höchste Zeit. Oh mein Gott, das ist nicht wahr. Es ist höchste Zeit. Muss ich wirklich zum Altar? Höchste Zeit, die neue Show im Theater am Kurfürstendamm. Die Zuschauer erwartet ein brüllend komischer Abend über vier Frauen im Hochzeitsrausch. Dass dabei nicht alles glatt geht, versteht sich von selbst. Höchste Zeit bis zum 31. Oktober im Theater am Kurfürstendamm. Lass keine Fragen stellen, steck mir Blüte ins Haar und ein Happy Hour an der Cocktailbar. Ich will mehr, jetzt steppt hier gleich der Bär. Höchste Zeit! Nicht nur im Kino gibt es Popcorn, sondern auch hier im Zirkus Krone. Aber für den Kinotipp der Woche passt es natürlich auch perfekt. Who am I? Ich wollte schon immer ein Superheld sein. Aber wenn ich gewusst hätte, wie all das ausgehen wird, wäre ich ein Niemand geblieben. Who am I ist schlicht gesagt die Geschichte um ein Berliner Hackerteam, das die Stadt unsicher macht. Tom Schilling spielt Benjamin, den Niemand, der schüchterne Nerd, der durch das Hacken berühmt wurde. Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich in diesem Film? Und alles, was man in dem Film sieht, sowohl das, was auf den Bildschirmen erscheint, als auch die Hacks an sich, haben Hand und Fuß. Also viele Hacks sind inspiriert von tatsächlichen und das, was man auf den Computern liest, ist kein Bullshit. Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Superhelden brauchen ein Superheldenauto. Ilias Mbarek, der den charismatischen Max spielt, war so begehrt auf dem roten Teppich, dass er durch seine Fans total eingenommen wurde. Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Wotan Wilke-Möhring, der im Who Am I den impulsiven tätowierten Stefan darstellt, erzählt uns von seiner Rolle und die Bedeutung der Tätowierungen. Wir haben immer nur das tätowiert, was man tatsächlich sieht in den Szenen. Und das hat dann bis zu 3 Stunden gedauert, wenn man alles gesehen hat. Und hat auch 1,5 Stunden gedauert, das wieder abzumachen. War aber eine ganz wichtige Charakterinformation, weil das viel über die Figur aussagt. Und auch biografische Litfaßsäule ist seines Werdegangs. Heute früh wurde die Leiche eines Hackers aufgefunden. Neben der
der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Der paranoide Paul, der von dem Schauspieler Antoine Monat dargestellt wurde, erzählt TV Berlin, wie er sich auf seine Rolle vorbereitet hat. Ich spiele einen Hacker, ich bin mit der Hacker-Materie relativ gut vertraut, also respektive ich bin mit Coden, also mit Programmieren ein bisschen vertraut, mit Hacken. Auch im positiven Sinn war das nie meine Wirkungsstätte. Aber die ganze Thematik an und für sich ist mir sehr vertraut. Aber eigentlich für uns Schauspieler zum Vorbereiten, wir mussten uns hier gar nicht auf das Thema, auf die Technik vorbereiten. Technik. Die hast du ja durch Saturn. Er hat es geschafft, das Wort unterzubringen. Sondern wir mussten uns auf unsere Charaktere, auf unsere Rollen vorbereiten. Ja? Und das war in meinem Fall bei Who Am I ist das Paul, der sehr, sehr misstrauisch ist. Er ist das personifizierte Misstrauen. Die Regie in dem erstklassig besetzten Thriller führte der Regisseur Baran Bo-Odar, der auch zusammen mit Jantje Friese das Drehbuch schrieb. Also ich habe ganz viel bei Amazon erstmal bestellt, alle Hacker-Biografien, die es gibt. Habe viele Dokumentarfilme angeguckt, weil ich ehrlich gesagt, als ich damit anfing, noch keine Ahnung von Hacken hatte. Und würde sagen, jetzt weiß ich ein bisschen Bescheid, aber kann selber gar nicht hacken. Und wir hatten aber auch Hackerberater und mehrere Hacker, die für uns diese Codes geschrieben haben oder auch gewisse Drehbuchfassungen immer gelesen haben, weil uns wichtig war, dass das Hand und Fuß hat in einer gewissen Form. Aus Spaß wird es plötzlich ernst. Who Am I? Kein System ist sicher. Wird am 25. September in den deutschen Kinos erscheinen. Who am I?